Wo haben wir denn die ganzen Sachen? Das machen wir an, das machen wir aus. So, The Curious Expedition ist wieder am Start. Wo haben wir's? Da haben wir's. Bisschen den Sound leiser drin. 30 war genau richtig, richtig, glaube ich. Ja, genau, wir brauchen wieder rassistische Nonnen. Übrigens, warte, ich zeige euch mal kurz meinen Run, den ich bis jetzt gemacht hatte. Ich werde ihn jetzt danach löschen, dass wir ein neues Spiel anfangen. Den hatte ich heute Mittag gemacht. Ich bin jetzt, glaube ich, in der vierten oder fünften Mission gewesen. Und zwar war das Richard Francis Burton, mit dem wir unterwegs waren. Die Sache ist, man ist am Anfang mit ihm unterwegs, mit einem britischen Soldaten. Und der Gute, oder beziehungsweise die Gruppe startet, glaube ich, automatisch am Anfang des Spiels mit Whisky im Inventar. Und alle meine Leute, die ich dabei hatte, ich bin leider etwas jetzt kurz gekommen in dieser Mission, ich musste ein paar Leute ersetzen, aber alle, die ich dabei hatte, bis zu diesem Punkt hier, bis zum Start der Mission, hatten dann Alkoholprobleme. Sie sind alle Alkoholiker geworden, weil ich so viel Whisky getrunken habe und sie verlieren Loyalität langsam, wenn man nicht kontinuierlich die Sanity mit Alkohol wiederherstellt. Wie geil! Oh, das ist so herrlich. Und ich habe Tim und Struppi getroffen. Ich habe nur noch Louis übrig, aber der Reporter, mit dem Louis dabei war, der hieß, glaube ich, Tim Timmerson oder sowas in der Richtung. War für mich irgendwie ein bisschen klar. Okay, gehen wir wieder zurück. So, obwohl heute ohne zu speichern, geht dabei verloren. Das wär's. Genau, Game Over. Und zurück. Ich habe niemanden weiter freigeschaltet. Die hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon alle. Ich weiß nicht, ob Frederick Courtney Seales neu war. Britischer Entdecker, Offizier, Meister. Zusätzliche Würfel im Kampf. Das ist ein guter Kämpfer. Den könnte man auch nehmen. Gotix ist ein wunderbarer Spruch. Gut, was können wir denn machen? Also ich will nicht mit Marie Curie unterwegs sein nochmal. Ich will diesmal einen kampfstärkeren Charakter haben. Und die Auswahl ist da relativ begrenzt. Mary Kingsley ist Pazifistin. Die kämpft gar nicht. Oder hat eine reduzierte Chance, angegriffen zu werden. Kann aber keine Waffen einsetzen. Marie Curie hatte ja keine Angriffswürfel, hatten wir gesehen. Richard Francis Burton ist dafür relativ gut geeignet, hatte ich rausgesehen. Der britische Soldat ist ein Angriffscharakter, wie es scheint. Und der eingeborene Speer hat eine erhöhte Sichtreichweite. Sehr nice. Ich hatte einen ganz kurzen Run, glaube ich, mit Tesla gestartet. Die Tesla-Pistole konnte ich noch überhaupt nicht einsetzen. Ich weiß nicht, was die macht. Starker Wille, was wir letztes Mal noch gerätselt hatten, das erhöht. Ist der normale Trade, den andere auch in der Beförderung bekommen, wo wir plus 20 Wille haben am Anfang der Mission, also plus 20 Sanity. Ist nice. Ansonsten eigentlich Offizier, mehr Würfelkämpfe. Haben wir ein Jagdgewehr. Mehr Whisky, wunderbar. Einen Koch und einen persischen Händler. Der Koch ist, glaube ich, relativ nutzlos. Da muss man nämlich kochen, um mehr Sanity zu bekommen. Und für Kochen muss man jagen. Das setzt also Kämpfe auch voraus, aber hat keinen Vorteil im Kampf selber. Das ist das Problem. Ich nehme jetzt nochmal Richard Francis Burton und wir gucken mal, dass wir heute einen guten Run hinlegen. Und beim nächsten Mal könnt ihr dann entscheiden, welchen Entdecker ihr für euch nehmen wollt. Wir können auch gerne beim nächsten Mal einen Tesla nehmen. Das scheint ja ein Favorit zu sein von euch, aber mit dem Mr. Burton habe ich ziemliche Vorteile gehabt. So, willkommen im Forscherclub. Wollt ihr eine Statue haben für das erfolgreichste Mitglied? Man munkelt, ihr habt gute Chancen. Aber wir sind nicht allein. Wir haben gegen uns Harriet Tubman, Alexandra David Neal, Marcus Garvey und Frederick C. Seales. Ja, denn. Dann nehmen wir wieder den mittleren Schwierigkeitsgrad. Letztes Mal lief es besser für mich. Und dann schauen wir mal, wo wir hin können. Das ist ein Name. Die Trockenländer. Gegen die trügerischen Dschungel, ja. Ich weiß, was ihr wollt. Ich weiß sowieso schon, was ihr wollt.
Voller Aufregung, ob des nahenden Abenteuers, fand ich mich am Hafen wieder. Wir hatten nur wenig Zeit, bevor die Reise beginnen sollte, also genoss ich die kühle Luft an Deck. Ein reicher Ausländer namens Sir Dare Illymate betrat das Schiff. Er erklärte, dass er aus dem Gebiet stammte, zu dem uns unsere Expedition führte, bevor er mit einigen Forschern nach England gereist war. Er hatte es hier zu Reichtum und Ansehen gebracht und bat mich, seine Frau in seinem Heimatdorf zu finden und nach London zu bringen. Okay, machen wir das doch. Ich nahm den Auftrag an, seine Frau zu finden und heimzubringen. Er nickte mir dankbar zu und wünschte uns Glück. Erste Karte. Wie meinst du das Gotik? Den verstehe ich gerade nicht. So, erstmal füllen wir unsere Wasservorräte auf. Ich habe rausgefunden, ich kann auch sehr viel mehr Wasser mitnehmen, wenn ich möchte. Und es hat auch keinen Nachteil, glaube ich. 20 Stück in einem Slot jeweils. Und da das hier ja Trockenland ist, kann ich vielleicht auf Wüste treffen. Daher schauen wir mal, wie es losgeht. Was haben wir denn für Charaktere? Hier, Richard Francis Burton. Wir können in Dörfern ohne Rufkosten übernachten. Sehr nice, die Fähigkeit. Er hat nur Angriffswürfe. Also Angriffs- und ich glaube Bewegungswürfe. Sehr nice fürs Kämpfen. Der Soldat hat das Gleiche. Deswegen ist ein sehr offensiver Charakter der Francis-Starter. Oder Burton-Starter. Unser Soldat hat Kampfeswille. Geistige Gesundheit wird durch Kampf wiederhergestellt. Wie ich es vorhin einmal kurz erwähnt hatte. Und wir haben einen Sexisten. Jawollo. Ah, das meint ihr. Ihr und eure Gedankenwelt. Ein geborener Speer hat, was er ist. Guter Ruf und erhöhte Sichtweite. Ja, eigentlich eine sehr nette Kombi. Keine negativen Aspekte. Gut, dann schauen wir doch mal. Da unten ist das Dorf, wo wir hin müssen. Aber ich muss jetzt den Weg aufdecken. Der Kompass ist sich schon relativ einig, wo ich hin muss. Nach Süd... Südosten, Süd-Südost. Gut, dann nehmen wir noch den längsten Weg, würde ich mal sagen. Schauen wir, wo wir hinkommen. Ach, Karte, bitte spiel mit. Es ist nur von Vorteil, richtig lange Wege zu laufen, habe ich gemerkt. Einfach weil die Grundkosten immer mit 5 plus X so hoch sind, dass man ewig lange Reisen machen will, um Vorteile draus zu ziehen. Ich kann theoretisch wahrscheinlich sogar hier auf den Berg klettern mit 34 Kosten oder den hier. Und mich danach dann im Dorf ausruhen. Nee, ich glaube, auf der ersten Karte gibt es keine Magnetberge Red Eyes. Also das sind nur inaktive Vulkane. So, genau, ich kann jetzt hier oben stehen und theoretisch das Dorf betreten, wenn ich will. Da haben wir einen Schmetterling. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gut für uns ist. Wir hatten ja schon die Schmetterlingsphobie entwickelt. Na, gehen wir von hier aus ins Dorf. Die Dorfbewohner präsentierten sich als gut ausgerüstete und fähige Krieger. Als wir uns dem Dorf näherten, wurden wir sogleich von einer Dorfbewohnerin begrüßt. Sie sagte, ihr Name sei Xalifun und es stellte sich heraus, dass sie die Frau war, die wir nach London begleiten sollten. Ohne weitere Umschweife schloss sie sich unserer Expedition an und führte uns in ihr Dorf. Wir starten mit plus 3 Ruf. Ich kannte die Sprache der Einheimischen und konnte mich bald darauf mit ihnen verständigen. Schon mal nice. Ich kann mich also erstmal jetzt ausruhen, ohne Nachteile davon zu haben für die Rufkosten. In dieser Nacht hielten die Dorfbewohner eine rituelle Zeremonie ab. Sie reichten uns eine Schüssel mit gekochtem Essen, dem ein köstlicher Duft anhaftete. Vom Aussehen her ähnelte es Affenfleisch. Tilayo war schockiert, unser Speer, und sagte uns, dass es sich bei dem Fleisch unter Umständen um Menschenfleisch handelte. Unser Speer weiß offenbar gut Bescheid, ist die Frage... na gut... Wenn wir es ablehnen, dann verlieren wir wahrscheinlich Ruf. Und ich brauche wenigstens 2 Ruf, um jemanden aus dem Camp hier zu rekrutieren. Sie haben zwar keinen Esel da oder so, aber trotzdem, warum nicht? Haben Sie einen Medizinmann? Das wäre jetzt wichtig für mich. Eingeborener Speer ist von uns, Dorfbewohner. Ja, eine Medizinfrau. Ach, das ist die Dame, die wir mitnehmen. Schade, sieht nicht aus, als hätten wir eine Medizinfrau. Okay, wir essen noch. Und dafür bekommen wir plus 1 und minus 20 Gesundheit. Wir nahmen das Angebot an und reichten die Schüssel herum. In dieser Nacht hielten die Dorfbewohner eine rituelle Zeremonie ab. Sie reichten uns eine Schüssel mit gebratenem Fleisch, ein widerlicher Duft anheftete. Ich vermute, dass sie sich nach Hühnchen schmecken. Okay, doppelter Text ist doppelt. Aber ist nicht schlimm, denn ich kann im Endeffekt direkt wieder übernachten. Beziehungsweise ich kann erstmal rekrutieren, würde ich sagen, damit wir
möglicherweise da den Vorteil draus ziehen, schon Leute dabei. Oh, sie haben doch einen Esel. Ja, nett. Dann nehme ich einen Esel mit. Ist egal welchen Esel, offenbar haben die dieselben Stats, wie es aussieht. 8 zu 3, ja. Nehmen wir einen Esel mit. Haben wir schon mal eine Missy Hoskin, wenn sie denn auf der Karte immer noch so heißt. So, nochmal übernachten. In dieser Nacht hielten wir eine Art Zeremonie ab und boten uns uns ein vorzüglich duftendes alkoholisches Getränk an. Ja, immer her damit. Plus 10. Es schmeckte nach süßen Mangos und wir genossen einen angenehmen Abend. Und wir sind voll, Leute. Das ist nice. Voll mit plus, mit 5er Ruf sogar. Wow. Das dürfte eigentlich ziemlich gut was bringen, wenn ich was tauschen will, oder? Juwelen sind immer eine gute Sache mitzunehmen, weil man sie in der Heimat für 30 Pfund verkaufen kann. Und dafür kann ich theoretisch hier sowas wie Fackeln rausgeben, die dann nur 10 wert sind. Also machen wir 20 Pfund Gewinn, wenn ich so einen Tausch eingehe. Ist immer eine nette Sache. So, diese Sache ist aber auch, ich könnte ihnen Feuerwasser geben und Feuerwasser nehmen sie sehr, sehr gerne an. Dafür vielleicht Mangos 2. Das heißt, ich tausche ein Wiederherstellungs-Item gegen 2 verderbliche. Das ist eigentlich okay. Oder vielleicht ein Speer lieber. Moment. Nee, ein Speer ist ihnen nicht so viel wert. Nehmen wir den Alkohol. Die erste Mission ist eigentlich relativ kurz nach meiner Erfahrung. Von daher dürfte das klar gehen. Oder kann ich auch einfach sagen, ey Leute, gebt her. Nee. Wofür habe ich eigentlich den Ruf? Geht doch nicht. Xalifun verabschiedete sich von ihrem Stamm. Als wir uns auf den Weg machten, sagte sie, sie wollte einen heiligen Schrein in der Gegend aufsuchen, um unsere Reise segnen zu lassen. Sie markierte die Position des Schreins auf der Karte. Nee, Whisky weg klingt gar nicht gut. Irgendwo mit müssen wir ja unsere Sachen wiederherstellen. Gucken wir erstmal. Wir müssen eine bestimmte Menge Alkohol zu uns nehmen, damit der Alkoholiker-Trade auftaucht. Zumindest nach dem, was ich letztes Mal erlebt habe. Die blutige Steckrübe sind Tierzähne, Gotik. Tierzahn ist allerdings nicht sehr viel wert, weil, siehst du ja da unten, Wert 10, Ruhm 2, Geld Wert 5. Könnte man zu Hause wie eine Trophäe abgeben, aber ich müsste es halt für irgendwas tauschen, was sehr wenig wert ist. Wie das Seil hier zum Beispiel. Und nee, das klappt nicht so wirklich. Welcher Kompass? Meinst du jetzt gerade einen getradeten Kompass oder was? Da ist kein Kompass dabei. Wenn du den oben links meinst, der zeigt mir den Weg, wo ich hin muss. Der sagt mir, wo ungefähr wir hin müssen, wenn er sich mal eingependelt hat. Das ist so der Jack Sparrow-Kompass, im wahrsten Sinne der Wörter. Die Frau möchte zum Schrein, hat sie gesagt. Ist jetzt auf der Karte markiert. Oh Gott. Das ist ein bisschen weiter weg. Genau in der anderen Richtung. Aber dafür hat unser Kompass jetzt umentschieden anscheinend. Vorher war es klarer Süden, jetzt ist es irgendwo, oder? Ja. War da doch ein Magnetberg irgendwo? Ich sehe keinen, nur Vulkane. Na gut, wir haben oben 2 Fragezeichen, von daher lieber nach oben gehen zu 2, als nach unten zu gar nichts. Kann ich noch was zeigen? Genau hier. Was ich noch rausgefunden habe, man kann es hier sehen. Die Wassergeländefelder sind ja eigentlich relativ klar. Das hier ist seichte See, da können wir rüber. Aber dieses Feld hier, wo ich gerade drauf zeige, das sind Sümpfe. Und man braucht oder kann Seile dafür verwenden, durch die Sümpfe sicherer durchzukommen. Das spart Bewegungskosten. Dafür sind Seile in dem Spiel ja da. Nicht zum Klettern, dafür ist Kletterausrüstung. Expliziter Unterschied. So, dann gehen wir mal nach da oben. Leute? Achso, ich habe wahrscheinlich geklickt irgendwo. Mann, wollen die einen Umweg gehen? Heilige Scheiße. Aber gut, wenn ich da durchgehe, bin ich bei 29, ne? Gut, stellen wir uns mal dahin. Das könnte sein, Thymon, ja. Jupp, das ist der erste Schrein. Was ist das denn für einer? Das Portal, das ins Innere führt, strahlt eine unheimliche Kälte aus. Eine feine Schicht aus Sand umgibt das Gebäude. Sand ist nicht schlimm. Sand lässt eine Wüste entstehen und wir haben viel Wasser dabei. Auf dem Altar ist eine goldene Statue. 70 zu 40 im Wert. Das ist nice.
Ich würde nicht mit leeren Händen von dannen ziehen. Wir nahmen das Artefakt vom Altar. Wir griffen uns den Schatz und machten uns auf den Weg, als alles um uns herum zu verdorren begann. Ein drastischer Klimawechsel hatte diese Region heimgesucht und wir hatten ihn verursacht. Und trotzdem haben wir noch plus 2 Ruf. Jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich mich vom Tempel entferne, die Tage vorbeigehen. Das ist witzig. Instant Wüste. Alles wird zu Wüstenfeldern. Eine Höhle, wo wir mit einer Fackel rein können. Oh, nice. Sieht nach Beute aus. Wir erreichten eine kleine Kammer, in der die Überreste einer gescheiterten Expedition verstreut lagen. Die wenigen sterblichen Überreste waren längst verfault. Ein wenig brauchbare Ausrüstung finden wir trotzdem. 10 Seile. Wow, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Die kannst du nicht mal gut tauschen, die Dinger. Was machen wir als nächstes? Zu dem Fragezeichen. Der Kompass ist sich ziemlich einig, dass wir da hin müssen. Von daher gehe ich mal dorthin. Ich habe noch sehr viel Sanity, wenn ich noch irgendwo ein Ereignis finden könnte. Ist gar nicht mal der Tempel. Der ist noch weiter im Süden, ja denn. Gehen wir mal zum Steinkreis. Steinkreise haben wir letztes Mal noch gar nicht gehabt. Wir trafen auf eine Steinformation, die anscheinend von Menschenhand errichtet wurde. Geheimnisvolle Zeichen zierten jeden einzelnen der Steine. Ob sie eine Art Karte bildeten? Wir können hier auswählen, ob wir einen bestimmten Ort auf der Karte uns anzeigen lassen. Oder eine bestimmte Art von Orten. Zum Beispiel Ruinen, Dörfer, Rastplätze oder Höhlen. Und dann werden alle auf der Karte markiert. Ich glaube, wir haben schon so ziemlich alles gefunden, bis auf Rastplätze. Der wäre dann da unten, eine Heilquelle, wie es aussieht. Karte, bitte spiel mit. Dankeschön. Und deswegen würden wir jetzt theoretisch wissen, wo alle Heilquellen hier im Spiel sind. Oder alle Orte, an denen wir uns ausruhen können. So ist es. Welche meinst du gerade, Red Eyes? Ich weiß, also die letzte Fähigkeit, die wir hatten, war ja, dass wir mehr Trades aussuchen können, wenn wir eine Mission geschafft haben. Das haben wir diesmal nicht. Ist aber nicht ganz so schlimm, finde ich. So, was hat der Kompass? Ziemlich klares Süden. Und ich will nicht unbedingt direkt in den Sumpf reinlatschen. Also gehen wir mal in die Büsche. Ich könnte theoretisch die Elefanten noch angreifen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, Mann, die Wüste breitet sich ganz schön aus. Ich tippe mal. Da unten ist noch ein Steinkreis? Nee, nicht so wirklich. Ich könnte die Elefanten noch angreifen, bevor ich mich auf den Weg mache. Ich habe auch noch genug Vorräte dafür. Oh, verdammt, ich habe die Mangos nicht gegessen, ich Trottel. Das ist doof. Darüber gehen kostet mich natürlich jetzt auch nicht wenig. Wie teuer ist Elfenbein in dem Spiel, ist jetzt die Frage. Schauen wir doch mal. Ich muss auch erstmal rankommen an die Biester. Bitte sagt jetzt nichts darüber, dass ich jetzt gerade Elefantenjäger spiele. Ist nicht ein Gedanke, der mir Spaß macht, aber es ist halt einer, der, zum Spiel dazugehört. Ich level mal unseren britischen Soldaten auf, damit er ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommt. Der hat viele Lebenspunkte, aber ist zum Glück alleine. So, jetzt können wir mal gucken, was wir errollen. Das sieht nach Treten aus, genau. Angriffswürfel, das ist, glaube ich, Bewegung mit irgendwie Utility Roll, würde ich es beschreiben. Kann man mit Treten zum Beispiel. Bam. Ich gucke mal, ob ich noch ein Schwert bekomme. Oh. Komm mit dem Schwert. Ach komm! Leck mich, Spiel. Okay, dreifach Schaden. Dreifach geht noch. Wenn ich Verteidigungswürfel bekommen würde, wäre das relativ nice. Ich würde sagen, er kann auch Defensivwürfel haben. Ich würde mal gerne Defensivwürfel haben. Rollen wir nochmal. Meine Güte, ich habe echt kein Glück heute. Ah, das ist nice. Hier. Gegenschlag 2-2. Schneidender Gegenschlag 3-2. Beziehungsweise, nee, die beiden Würfel bringen uns ja, glaube ich, nichts, ne? Das kann ich kombinieren. Das war Ausweichen, Schild 3. Das heißt, wir würden haben eine 2-3 oder eine 3-2. Ich will nicht, dass unser Speer stirbt, aber die Kombi ist eigentlich nice. Ne, wisst ihr was? Wir bauen einen größeren Schild auf. Dreifacher Schild und doppelter Angriff. So.
Oh je, der macht in der vorderen Reihe gut Schaden. Und da der Speer jetzt weg ist, fehlen mir auch die Würfel, sehe ich gerade. Oh, das schaffen wir nicht, Leute. Ich kann es nur mit dem Speer noch probieren. Ein Speerangriff macht ihm einiges mehr Schaden. Ja. Das hilft noch, aber... Ich glaube, das bringt mir nichts, wenn ich das mit dem Speer zusammen benutze. Schade. Ist noch nicht verloren. Auch wenn wir jetzt fast vorm Verrecken sind, heißt es nicht, dass ich automatisch nach dem Kampf tot bin. Und selbst wenn es die erste Mission, das heißt theoretisch, könnte ich danach immer noch sagen, jo, machen wir. Aber die Sache ist, glaube ich, ich kann jetzt nicht mehr gewinnen, weil ich nur noch den Soldaten habe. Der bringt mir jetzt keine Rolls mehr. Also müssen wir fliehen. Ja. Wow, wir sind wirklich komplett gestorben. Schiete. Ich habe den Elefanten unterschätzt. Aber gut, ich wusste auch nicht, wie stark ein Elefant in dem Spiel ist. Tja. So läuft das. Schade, der Start war gar nicht mal so schlecht. Versuchen wir es nochmal. Schade. Wen haben wir denn dieses Mal, damit wir schneller vorankommen? Wir haben dieses Mal Alexandra David Neal wieder. H.P. Lovecraft ist dabei. Dion Fortune und Freya Stark. Die hatten wir letztes Mal schon. Schick. Versuchen wir es nochmal. Der Bwahaha, oder die Bwahaha Trockenländer waren nicht so unbedingt mein Glücksfall. Aber ich gehe nochmal in die Trockenländer, damit wir dasselbe nochmal machen. Ein reicher Ausländer namens Sir Dare Hermaget. Das ist wieder mit seiner Frau, ne? Ich glaube, die Missionen wiederholen sich, wenn man sie nicht geschafft hat. Reicher Ausländer in einem lila Anzug. Das ist wichtig. Na gut, machen wir es nochmal. Wir hätten sie ja mitgebracht, wenn es geklappt hätte. Ups, wollte gerade sagen. Einmal Wasser auffüllen. Man weiß ja nie, ob man einen Wüstenschrein findet. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Wir haben das Dorf wieder zur Verfügung. Ich könnte klettern. Wenn wir beim Dorf ankommen, kann ich mich theoretisch wieder gut ausruhen. Yep, Red Eyes, genau das ist es. Man muss das Necronomicon finden, um H.P. Lovecraft freizuschalten. Ist korrekt. Da oben ist noch ein Wald oder noch ein etwas. Schauen wir mal, was das ist. Ein Steinkreis. Das wäre nicht schlecht. Was kann ich denn in dem Steinkreis finden? Ruinen, Rastplätze oder Höhlen? Ich will mal die Ruinen aufdecken. Hui, die ist weit weg. Die wird bewacht von einem Tiger. Tiger ist relativ stark. Da bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Manpower für. Okay, gehen wir ins Dorf hinein. Ich kann den Hügel eigentlich auch gleich mit benutzen zum Aufdecken, wenn ich mich danach eh ins Dorf begebe. Wusch. Muhaha. Die Küste ist schon mal nix. Da oben auf den Bergen ist wahrscheinlich eine Heilquelle, wie das aussieht von der Formation her. Das heißt, ich könnte zur Heilquelle in den Bergen gehen, danach dann mich nach Süden weiterarbeiten. Klingt nach einem Plan. Dann gehen wir mal dahin. Damit ich einen kürzeren Weg habe, da nach oben. Die Ureinwohner präsentierten sich als mächtige Krieger. Dieses Mal heißt die Dame Xadedoi. Xadedoi, die wir nach London begleiten sollen. Die sieht um einiges interessanter aus als die vorigen Leute. Erstmal rekrutieren wir, falls ich in der Nacht eine falsche Entscheidung treffe. Einen Wasserbüffel können wir mitnehmen für mehr Platz. Das klingt doch nach einem Plan, Leute. Jawohl. Mr. Peter heißt er diesmal. Übernachten wir, wir haben es dringend nötig. Xadedoi trat nervös an mich heran. Sie hatte sich in die Tochter des alten Stammeshäuptlings verliebt. Kollegin, ich soll dich nach Hause holen zu deinem Ehemann, ne? Und du verliebst dich in die Tochter des alten Stammeshäuptlings. Sie flehte mich an, ihre Geliebte noch diese Nacht aus dem Dorf zu schmuggeln. Nö. Es ist mir egal, ob die Loyalität dabei einen Schritt runter geht. Wir müssen sie nach der Mission ja sowieso wieder abliefern. Das hättest du dir vorher überlegen sollen, meine Liebe. Aber Gott, jetzt ist die Loyalität im Arsch. Jetzt ist die Loyalität richtig im Arsch bei ihr. Na toll.
Kann ich die irgendwie verbessern? Haben die Halsketten zum Verschenken? Nee, nicht wirklich. Das sind mir so tolle Startvoraussetzungen. Ma. Ich muss mich eigentlich nochmal ausruhen. Ich wies meine Truppe an, unsere Vorräte abzuladen und die Nacht im Dorf bereit zu machen. Der Stamm feierte eine Hochzeit. Das Ritual war komplex und faszinierend. Das junge Brautpaar nervös. Bräutigam und Braut wurden ausgewählt aufgrund von komplexen Familienregeln. Es unterschied nicht so stark von meiner Erfahrung, wie ich gedacht hätte. Das heißt, unser Mr. Francis... Moment, wo ist er denn hier? Unser Francis Burton hatte ähnliche Probleme bei der Hochzeitsfindung und Hochzeitsnacht. Aha, aha, okay. Versuchen wir mal wieder die Edelsteine mitzunehmen. Dafür gebe ich euch ein wenig Alkohol, hatte ich ja gesagt, ne? Und wir können noch Coca-Blätter dafür tauschen. Dann ist es fair. Vor allem wären Coca-Blätter nicht schlecht. Und zum Glück will Xatedoy nicht im Dorf bleiben, sondern hat nur schlechte Moral uns gegenüber. Wütend, äußerst kritischer und gereizter Gemütszustand. Nicht so gut. Dann sollten wir die Mission schnell hinter uns bringen, bevor irgendwas Schlimmes passiert, was das auffällt. Und jetzt heißt er Mr. Peter. Hey, der Name ist geblieben. Sehr gut. Mr. Bernhard. Dann will ich als nächstes einen Esel haben, der Hoagie heißt. So, gehen wir erstmal zu den Quellen. Ich hoffe, es sind Quellen. Weil wenn nicht, dann ist die Reise auf den Berg hier hoch relativ sinnfrei. Ja, es sind Heilquellen. Wow. Leute, das sieht mal geil aus, oder? Das ist Pixel Art. Einmal übernachten. Wir beschlossen einzuhalten, um allen einen Moment der Ruhe zu geben. Dies war ein guter Rastplatz und ich war sicher, dass wir hier Ruhe finden würden. Private Newton Marks wollte alleine mit mir sprechen. Er warnte mich, vorsichtig zu sein. Es geht Gefahr vom Track aus. Xatedoy sei gewalttätig und sie hätte verstörende Dinge über mich gesagt. Ich ignorierte diese wilden Beschuldigungen. Solche Gerüchte würde ich nicht tolerieren. Xatedoy behielt ich zur Sicherheit im Auge. Okay. Sehr gut, das frischt meine Sanity sehr schön wieder auf. Alle unsere Wunden wurden auf wundersame Weise geheilt. Das ist auch der Vorteil. Glauben Sie, dass wir verfolgt werden? Vielleicht vom Tiger, aber ich glaube, der hat uns noch nicht bemerkt. Da unten ist der Schrein und da ist noch irgendetwas. Das könnte... Ja, es könnte der Tempel sein, aber der Kompass sagt eher Westen, ne? Na, gehen wir mal in diese Richtung erstmal. Schauen, was das ist. Da Xatedoy ja zum Glück nicht abergläubisch ist, kann ich sie mitnehmen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, im Tempel gleich irgendwelche abergläubischen Sachen schief bauen zu lassen. Tierspuren. Ich glaube, wenn wir das Ding durchsuchen, bekommen wir einen Kampf automatisch. Das ist nicht so gut. Sache ist, was für Tierspuren? Brauchbare Ausrüstung. Oh, das ist nice. Macheten und Mangos. Sehr nice. Was für Wildtiere haben wir denn? Ein Tiger. Oder? Nee, Hyänen. Hyänen kann ich schaffen. Ja, Hyänen könnte ich schaffen, sagte er, als er letztes Mal gestorben ist. Was meint ihr, Leute? Wollen wir es riskieren? Hyänen angreifen oder soll ich lieber weiterlaufen? Die werden mir folgen. Also die werden mich irgendwann angreifen, wenn ich Pech habe. Ja, passt recht, Kradon. Ein paar Mangos schaden nicht, aber ich warte noch bis dorthin ab, dass ich die nächsten zwei esse, weil ich muss ja sowieso ein bisschen Weg zurücklegen. In der Zwischenzeit esse ich weiter, bis ihr schreibt, was ich machen soll mit den Hyänen. Ha. WB, mein Zocker. Tu es, okay. Es sind zwei Hyänen mit 5 Lebenspunkten, das geht eigentlich. Speerverteidigung 4-2, wow, das ist nice. Das bringt nämlich nur 4. Ne, Speerverteidigung, her damit. Bam. Wenn ich jetzt noch einen Angriffsroll schaffe gegen den hier. Jawohl. Ist der schon mal weg. Nice. Mit einer Zweierverteidigung brauche ich mir keine Sorgen machen, dass das 4 jetzt allzu viel Schaden anrichtet, hoffe ich mal.
2 Schaden nur und etwas blutend, aber ist nicht allzu schlimm. So, einmal Angriff. Den Würfel behalten wir. Den behalten wir auch noch. Schade. Aber ich kann auch einen Speer dazu packen. Machen wir einen Speerangriff draus. Der bringt 4. Bleibt der hier übrig. Und das macht 1. Und eine Runde noch warten und dann haben wir ihn weg. Stark klauen. Au, 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 au. So. Und das war's. Das ist das Kampfsystem, Leute. Und dadurch, dass wir den Private jetzt dabei haben, bekommen wir halt für den Sieg plus 8 geistige Gesundheit wieder. Beziehungsweise es wäre wahrscheinlich mehr gewesen, wenn ich nicht auf 92 Sanity gewesen wäre vorher. Hat also jetzt es nur aufs Maximum erhöht. Und für den Sieg bekommen wir 2 Hyänenpelze. Am ehesten zu verscherbeln, wenn man wieder in London ist. 5 im Geldwert. Das Fleisch kann man anscheinend gut handeln. Hatte ich bis jetzt die Gelegenheit noch nicht für. Und Tierzähne. Hatten wir ja schon bei den Eingeborenen einmal gesehen. So. Wir sind auch nicht überladen, wie es aussieht. Ich hätte gedacht, wir sind einen Platz drüber. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir doch mal weiter. Ich hoffe, es ist ein guter Schrein. Er ist kalt. Ja, Kälte geht. Kälte ist okay. Vulkan wäre schlimm. Was haben wir auf dem Altar? Eine Halskette. Goldenes Amulett. Sehr schick. Ich trat ein in einen kalten Raum. Mein eigener Atem kristallisierte sich vor mir in der Luft und jeder Atemzug fühlte sich an, als würden kleine Nadeln in meinen Hals und meine Nase stechen. Ich bin überladen, ist aber nicht schlimm. Jetzt esse ich mal die Mangots. Zack, zack. Plus Sanity und jetzt ist die Frage, wo der Kompass mich eigentlich hinhaben will. Ich tippe mal irgendwo nach da oben. Und dann müssten wir die Mission geschafft haben, wenn jetzt das Eis hinter mir herkommt. Pass mal auf. Klirr, 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 klirr. Und da ist der Tempel schon. Bin sogar ein Feld zu weit gelaufen. Na, Moment. Nehmen wir lieber das Feld da. Nachher kommt das Eis auf die Idee, mich umzubringen, wenn ich zu weit warte. Crystal Forest, gefrorene Weiten. Jawohl! Erste Expedition. Geschafft. Mit Gutschätzen dabei sogar. Ich wusste, der Name Richard Francis Burton mit dem Wort Erfolg gleichbedeutend sein würde. Tadam. Neue Welt, 50 Punkte und Geschwindigkeit. Ich glaube, am schnellsten sind 200. Ihr habt erster sogar, steht da ja. 360 Ruhm. Und da wir dieses Mal nicht als Marie Curie unterwegs sind, können wir nicht 5 Medaillen auswählen, also eines von 5 Trades, sondern eben nur 3 zur Auswahl. Wir haben starker Träger plus 2 Tragekraft, check. Karrieremensch, Loyalitätsbonus bei Beförderung 50%, auch nicht schlecht. Und Antrieb, reduziert die Basiskosten an geistiger Gesundheit. Oh, minus 25. Das ist zu nice. Wir haben genug Platz dabei, also wir müssen den Antrieb nehmen. Das ist... wow. Das ist für die erste Mission, das ist ein richtig geiler Trade. Der gilt jetzt für alle zukünftigen Missionen, ne? Das ist richtig nice. Was sagen denn die Punkte? Die Punkte sagen, wir sind Zweiter. So, jetzt können wir unsere Schätze mal angucken. Die Edelsteine verkaufe ich. Die sind nämlich nichts an Ruhm wert, sondern nur an Geld. So, Hyänenfälle sind leider auch keinen Ruhm wert, deswegen auch verkaufen. Tierzähne dasselbe, aber die Halskette, 70 Ruhm wert. Bam. Damit schließen wir wieder auf zu Alexandra David Neal. Tada. So sieht's aus, wenn ich weiß, was ich mache, Leute. Ah, sehr gut. Ja, wir haben keine allzu gute Auswahl, wie es aussieht. Wir können entweder in die Arktis, in endlosen Nordpolregionen, was wir ja wissen, wie schwer das ist. Das werden wir dann für später aufheben. Oder was wir haben, die verborgene Wüste. Und ich nehme die Wüste. Im frühen Morgengrauen eilte ich mit hastigen Schritten zum Hafen. Es gab noch einiges zu tun, also vertrieb ich mir die Zeit, indem ich einige Steine übers Wasser tanzen ließ. Es gab noch einiges zu tun, deswegen vertrieb ich mir die Zeit. Okay. Sir Dare Elmet
war zum Hafen zurückgekehrt und wartete mit großer Aufregung auf Neuigkeiten zu seiner Liebsten. Er war überglücklich, als er sie auf unserem Schiff erblickte. Kurz darauf fielen sie einander auch schon die Arme, obwohl die Dame vorher immer noch mit der Tochter des Eingeborenen pimpern wollte. Das Paar dankte mir, sie zusammengeführt zu haben und verschwand glücklich in der Menge. Dafür bekommen wir 80 Pfund. Wir sollen einen Deserteur holen. Der versteckt sich in einem Dorf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, es ist eigentlich eine relativ gute Mission, wenn wir sowieso in einem Dorf vorbeikommen wahrscheinlich. Nehmen wir mit. Ein Soldat trat an mich heran, sprach von einem Deserteur, der seinen Posten verlassen hatte und sich unter den Einheimischen eines fernen Landes verbarg. Ich würde eine stattliche Belohnung erhalten, wenn ich ihn festnehmen würde. Der Soldat schien erleichtert, als ich versprach, seiner Bitte nachzukommen. Er salutierte mir und verließ mit schnellen Schrittes den Hafen. Meine letzten Expeditionen waren recht erfolgreich gewesen und ich war mir sicher, mein Antlitz bald in der Statue verewigt zu sehen. Die Kunde über meine Taten hatte sich in der ganzen Stadt verbreitet und brachte viele neue Rekruten an meinen Dock, die der Expedition beitreten wollten. Da wir dieses Mal nicht letzter sind, haben wir etwas mehr Auswahl, wenn wir mitnehmen wollen. Wir können mitnehmen Yusra Aswad, die Beduinen, die hat Wüstenfuchs, offenbart alle naheliegenden Oasen. Keine Ahnung, was das bringt. Für eine Wüstenmission wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Und der Diplomat James Sterling. Moment. Ist das nicht ein YouTuber? Nee, das ist Jim Sterling. Aber ist das nicht eine Anspielung auf Jim Sterling? Ich würde es fast sagen, Leute. Ganz ehrlich, ich würde es fast sagen. Und der hat Falschen. Bessere Preise beim Händler. Ja. Sie bringt halt mehr Utility. Ich würde fast sagen, wir nehmen die Beduinen mit. Wir können nämlich die Würfel besser mit unseren Angriffswürfeln kombinieren, wenn es drauf ankommt, als wenn ich noch mehr von diesen dabei habe. Sie hat vor allem mehr Würfel, sehe ich gerade. Viel mehr. 2. 8 Lebenspunkte dazu auch noch. Trägt allerdings einen weniger. Aber gut, dafür haben wir den Esel. Charon, den Deserteur muss ich praktisch fangen und danach kann ich ihn dann entweder, ich glaube, zurückbringen oder muss ihn töten, je nachdem. Müssen wir mal schauen. Ja, dann nehmen wir die Beduine mit, würde ich sagen. Wir konnten eine Beduine gebrauchen und hießen Yusra Aswad in unserer Gruppe willkommen. Gerade rechtzeitig war das Schiff bereit, in See zu stechen. Gelogen! Ich brauche vorher noch Ressourcen. Nicht Ressourcen. Materialien. Ausrüstung, genau. So, was ich dringend haben möchte und was ich nicht sehe, ist natürlich erstmal Alkohol, was schön wäre. Aber gut, ich kann auch Schoki kaufen. Schoki. Wenigstens 5 Stück. Ich will Kletterausrüstung haben, damit sparen wir uns eine Menge Probleme, wenn wir Berge besteigen wollen, um die Umgebung umzusehen. Und Seile brauche ich nicht. Wir sind ja nicht in Sümpfen unterwegs. Ich könnte noch eine Fackel mitnehmen. Ne, wir haben 3 Stück, okay. Extra Munition. Wir haben noch einen Speer. Ich brauche also eigentlich keine weiteren Waffen, glaube ich. Ich könnte ein Teleskop mitnehmen, aber das ist zu teuer, ne? Na, lassen wir das mal. Verletzungssets, definitiv. Nehmen wir 3 Stück von mit. Die einzige Möglichkeit, mich zu heilen unterwegs, es sei denn, wir finden halt irgendwelche Heilquellen oder einen Schaman oder irgendwie sowas. Deswegen, wenn ich schon kämpfe, dann auf jeden Fall Verbandskästen mitnehmen. Und den Rest, glaube ich, packen wir mal am besten so ein bisschen in die Schoki rein. So, dass ich 7 Schoki mitnehme. Ich denke, dann haben wir noch ein bisschen Geld übrig für den Notfall, falls diese Mission hier nämlich schief geht. Auf geht's. Segel setzen! Der Sexist ist immer noch da, Thymon. Ich glaube, unser Soldat ist wieder einer. Moment, ich schau mal kurz. Oder unser Speer ist, glaube ich, Sexist. Nein, unser Private Newton Marks ist ein Sexist. Ist aber kein Problem. Na gut, ist doch ein Problem, sehe ich ja gerade. Ich habe gerade eine Frau mitgenommen, ich Idiot. Aber, na, mal gucken. Ich glaube, das hat hoffentlich nur Einfluss, wenn ich niedrige Sanity habe. Sie will uns direkt anführen. Finde ich cool, Yusra. Wasser auffüllen brauche ich nicht. Ich habe immer noch genug Wasser. Also, ja gut, ich kann eigentlich nochmal Wasser auffüllen. Ich meine, ich habe den Lagerraumplatz dafür. Hat keinen Nachteil für mich. Und dann schauen wir mal. Jo, das ist definitiv Wüste und ich sehe schon den ersten Magnetberg. Toll. Wie machen wir das am dümmsten? 16, 16, 21, was ist das da oben? Steinwald. Mein Kompass sagt Norden.
Gut, also nehmen wir die obere Route hier. Aber dann schauen wir doch mal, was für Auswirkungen das hat, wenn wir jetzt einen, Level up. Wenn wir einen Sexisten mitnehmen auf eine Reise mit einer Frau. Bin ich schon gespannt drauf. Was können wir denn? Offenbar alle naheliegenden Oasen. 1 und 2. Kein Unterschied für mich. Aber ich befördere mal unseren Nutekakop. Nutellakopf nennen wir dich jetzt. Du bist jetzt Nutellakopf. Sehr gut. Wir befördern dich mal. Ui, das bringt Sichtweite. Auf zum Sieg! Das bringt ziemlich viel Sichtweite, heilige Scheiße. Und ein Dorf. Die Leute hier waren Anbeter der Geisterwelt. Heute erreichten wir das Zeltlager eines nomadischen Stammes. Ein Mann in einer britischen Soldatenuniform hieß uns im Dorf willkommen. Es musste sich um den gesuchten Deserteur handeln, nachdem wir gesucht hatten. Er sagte, sein Name lautet Konrad. Konrad nach Hause eskortieren. Konrad versicherte uns, dass er nicht mit uns gehen würde. Wir können es lassen oder wir können gegen ihn kämpfen. Das ist halt die Möglichkeit, wie wir ihn nach Hause bringen, tot oder lebendig, ne? So läuft das. Was können wir denn machen? Wir könnten... Stabile Position ist 2 Defensive. Ich kann auch treten, was 3 Schaden macht. Was können wir noch machen? Moment, das hatten wir schon. Bewegung plus Schild ist Gegenschlag. Das wäre nice. Schneidender Gegenschlag. Nehmen wir auch mal Gegenschlag. Und... Na gut, eigentlich ist das das Beste, ne? Vielleicht noch treten hinterher. Und ich könnte... Ne, ich muss den Angriff eigentlich nehmen. Zack. Das ist schon mal halb tot. So, er bekommt einen Doppelangriff. Der hat keinen Schaden gemacht, zum Glück. Ich kann eigentlich nochmal direkt meine Defensive mit dem Gegenschlag boosten. Den Speer bewahre ich mir auf für den Fall der Fälle. Den brauche ich erstmal noch nicht. Das bringt mir Treten 3. Er hat noch 4 Lebenspunkte. Ah, er ist weg. Zack. Und zack. Gewonnen. Das sind noch leichte Kämpfe. Und bringt uns 15 Sanity wieder. Ich muss mich gar nicht mal ausruhen im Dorf hier. Sparen wir uns einen Tag mit. Konrads Abzeichen bekommen wir dafür. Was wir mitnehmen können, um nachher dem anderen Typen zu beweisen, dass wir Konrad besiegt haben. Wir hatten keine andere Wahl, als Konrad zu töten. Sein Verdienstkreuz würde uns als Beweis für unsere Taten dienen. Die Dorfbewohner waren dankbar, dass wir ihn besiegt hatten, beseitigt hatten und wandten sich ihren Alltagsgeschäften zu. Ja, danke Leute, wir gehen wieder kochen. Ah, kann ich jemanden rekrutieren? Nee, ich bin schon voll in der Gruppe, ne? Ja, komm, mal gucken, was wir zur Auswahl haben. Wir haben Bahir Moluf, die... Schon wieder, der Beduin. Ich könnte sie tauschen gegen ihn. Das wär's. Es wird sogar gar nicht mal so schlecht sein. Kudzia Gergis. Nula Retev, ein Tierbetreuer. Ich weiß nicht, was Tierbetreuer kann. Tierkapazität, vergrößert Inventar. Genau, so war's. Ja gut, im Endeffekt, ich kann mal gucken, ob ich den Beduinen gegen die Beduinin mitnehme. Also er ist was? Er ist Kleptomane? Ach, verdammt. Japp, er ist Kleptomane. Jetzt ist die Frage, was ist besser, einen Kleptomanen dabei haben oder einen Sexisten? Ich glaube fast schon eher einen Sexisten, weil wenn hier der Kleptomane im Dorf danach abstauben will, dann machen wir uns die Dorfbewohner zum Feind. Das wäre nicht so gut. Obwohl, warte mal. Halt, das war die weibliche. Aber da steht der Beduine. Beduine, das ist das Problem. Die können Beduininnen von mir aus ranschreiben. Das wäre besser. Dann nehmen wir bei hier mit. Nehmen wir bei hier mit. Bei hier ist cool. Habe ich jetzt nicht 6 Leute? Eine ältere Frau legte einige Pflanzen vor dem Steingötzen nieder. Das heißt, glaube ich, wenn wir übernachten hier, können wir den Steingötzen klauen, wenn wir wollten. Aber ich lasse das, glaube ich, mal. Kann ich nämlich nochmal handeln? Oh, Edelsteine, das ist nice. Edelsteine ist sehr nice. Was tauschen wir denn? Den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ich kann auch einen Speer. Ne, ist ein bisschen teuer. Was können wir tauschen? Ich könnte tauschen Alkohol. Hui, der ist eine Menge wert. Oder Schoki. Ne, Alkohol ist mehr wert. Und dazu noch ein bisschen Seil. Ne, habt ihr auch genug. Ne, eine Fackel. Feuer! Feuer! Sehr viel wert! Uga. Oh, ein Stoßzahn. Stoßzahn wäre auch noch eine Sache, ne?
Das ist doch mal ein Tausch, Leute. Das ist ein Wert von 150 Pfund gegen 150 zu 46. Also wir verdreifachen den Wert, wenn ich das Zeug mir nach Hause nehme. Machen wir das. Zackabam. Nute Kabob blieb zurück, da er noch etwas im Dorfbewohnern zu besprechen hat. Allerdings hat er die Gruppe noch am selben Tag wieder eingeholt. Nutella Kopp, wehe, du bleibst zurück. Ich habe zu viele Expeditionsmitglieder. Das ist nicht mal schlimm. Dann packen wir jetzt nämlich die Beduinen weg. Kann ich mich eigentlich bewegen, wenn ich zu viele Leute dabei habe? Oder was passiert denn überhaupt? Da steht nur, ich habe zu viele Mitglieder, aber es hat anscheinend keinen großen Nachteil für mich irgendwie. Das müsste man mal erklären, warum das da jetzt als Nachteil steht. Aber gut, ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ansonsten, hat das Spiel eine Wiki? Will das mal einer von euch nachgucken? Könnte man direkt mal schauen, was der Nachteil ist. Mrs. Beduine. Dich entlassen wir mal. Wie bitte, was? Das ist einfach unakzeptabel. Ich habe meine... Warum haben die ein Problem damit? Er ist ein Sexist? Das verstehe ich gerade irgendwie weniger. Ich flehe sie... Was habt ihr für Probleme? Okay. Die wollen nicht, dass ich sie wegschicke? Dann gehen wir halt weiter? Puh? Ich habe ja keine Ahnung, was das bringt, aber puh? Wenn ihr euch der Konsequenzen bewusst seid, meine lieben Leute. Was machen wir denn jetzt? Im Hintergrund fehlt eine Flasche. Was? Nee, die sind beide da. Die sind beide noch da. Die eine steht noch besonders schräg. Moment. Bitteschön. Jetzt steht sie wieder vorne. Es ist schön, dass ihr auf meinem Hintergrund guckt, mein Zocker, und nicht auf den ganzen Rest dieses Bildes hier. Na, schauen wir mal, was das jetzt bringen soll. Ich gehe mal... Moment, wir sind außerhalb der Reichweite des Berges, glaube ich. Müssen wir nach West, nach Osten, wie es scheint. Gehen wir mal den langen Weg da oben lang, würde ich sagen. Kann ich nicht. Ja, weil ich zu viele Leute dabei habe. Wir müssen also jemanden da lassen. Das ist schön. Das hat das Spiel mir früh. Ja, dann lassen wir die Dame da. Jo. Loyalität schlechter, aber... Ist mir scheißegal. Nur Bahir hat etwas wirklich dagegen. Und wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir was... Nichts Negatives mehr machen gegen ihn oder so ähnlich. Warum habe ich ein Problem? Ach, ich bin überladen. Okay, mein Fehler. Kokablätter brauche ich nicht tauschen oder essen. Ich könnte den Speer wegschmeißen. Das ist nicht wirklich so wichtig, mehr den zu haben. Wir haben viele Leute dabei. Gut, auf geht's. Das ist schön, mein Zocker, dass das Spiel so interessant für dich ist. Kreis abbrechen, was war das? Ein Steinwald. Steinkreis. Ja gut, ich hätte jetzt nicht die Reise abbrechen sollen dafür. Ja, stimmt, ich hätte Wasser wegschmeißen können, habt ihr natürlich recht. Nicht so gute Idee gewesen. Ja, ich habe gerade nicht dran gedacht. Kann ich da nicht tauschen, die Sachen? Nein, kann ich nicht. Gut zu wissen. Man klickt automatisch drauf. Gehen wir mal dahin. Den Steinkreis brauche ich mir nicht ansehen, wenn ich die Karte sowieso ziemlich groß jetzt großteilig jetzt hier schon alleine aufdecke. Das ist ein Lager mit Tierspuren mal wieder. Ist mir aber relativ egal, das sollten wir trotzdem hinbekommen. Wir haben eine Schatzkarte gefunden. Sehr schön. Die Leinwände kann ich da lassen. Die bringen mir nichts, weil ich keinen Maler dabei habe, vermute ich mal. Was für Wildtiere haben wir denn? Wir haben mal wieder Hyänen. Das ist gut. Zwei Hyänen sollten wir schaffen mit unserer Gruppe. So, zack. Was war nochmal Hände? Hände bringt Treten. Mit Treten. Ich kann zweimal treten, das heißt, einen schalte ich schon mal aus. Aber ich will eigentlich einen Defensivwurf noch haben. Deswegen, ich nehme mal die beiden in die Hand und roll nochmal. Jawohl, Defensivwürfel, nice. Stabile Position. Nee, ich wollte das hier. Gegenschlag. Das ist nice. Und ich kann jetzt noch treten und die eine Hyäne ist schon weg. Na, fast. Jetzt ist er weg.
Haha! Jupp, Good Old Games wahrscheinlich, weiß ich jetzt gerade nicht sicher, aber ich habe es auf Steam gekauft. Runde beenden. Ha! Die Hyäne hat nichts Gutes gerollt, also kann sie nicht angreifen. Gut, ich kann also theoretisch nochmal... Ich kann jetzt in die Offensive gehen eigentlich. Das Biest hat 6 Lebenspunkte. Ja, obwohl, nicht riskieren. Wir machen einen Gegenschlag. Wir machen einen Tritt. Und nochmal einen normalen... Na gut, hat gereicht, mein Fehler. Aber gut. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen, sofort die Kombination. Und anscheinend, wenn wir Tiere jagen, dann bekommen wir Rufabzug dafür. Für die Eingeborenen. Wusste ich vorher so auch noch nicht. Erstmal alles mitnehmen. Zweimal überladen. Einmal Wasser weg. Ja, ich glaube, wir kommen mit einer Wasserration auch so aus, ne? Wo ist denn die Schatzkarte? Haben die wir irgendwo in der Nähe vielleicht? Vielleicht da oben? Das ist eine dreifache Bergkette. Mit irgendeinem Krimskrams daneben. Das könnte da sein. Nee, ist zu wenig grünes Zeug da. Nee, ich glaube, die Bergkette haben wir noch nicht gefunden, die der Schatzkarte entspricht. Ich könnte das Fleisch wegschmeißen. Man kann das Fleisch übrigens nicht essen, weil es roh ist, weil es hier auch roh steht. Man muss erst kochen, aber man kann es auch mal fürs Handeln benutzen. Stimmt, ich habe keine Schaufel. Was bringt mir die Schatzkarte? Ich muss ihn ja ausgraben. Aber ich könnte einen Händler finden. Ich könnte auch einen Händler finden und das Risiko, Wasser wegzuschmeißen, ist es eigentlich wert, glaube ich. Obwohl, Zwischenlösung, wir essen ein bisschen Coca und das Inventar ist wieder okay. Coca ist okay. Coca-Cola-Kay. Mehr Hyänen kloppen, würde ich sagen. Dann gehe ich direkt bis da nach oben zu dem anderen Fragezeichen. Obwohl, nee, halt. Dann werden die Hyänen einen Erstschlag bekommen, wenn ich das mache. Das heißt, ich gehe dorthin und versuche, selbst den Erstschlag zu kriegen. Mal gucken, wie die Hyäne sich bewegt. Shit. Das war leider ihr Zug. Das ist nice. Ich kann sehr viel Verteidigung aufbauen, wenn ich es richtig mache. Kommt ihr da durch? Jein. Sie kamen durch, aber nur weil sie Blutenschaden bekommen. Das ist mies. Gegenschlag! Nehmen den Würfel in die Hand. Damit kann ich nichts anfangen, aber damit kann ich treten. Dann ist eine Hyäne fast weg. Damit ist sie ganz weg. Sag nicht nur oder noch 40. Das, wenn ich viel unterwegs bin, ist 40 Wasser nötig. Jedes Wüstenfeld, einmal Wasser. Wenn wir den ganzen Weg gleich normal laufen dürfen, dann bin ich ohne Wasser aufgeschmissen. Es hat keinen Nachteil, viel Wasser mit sich rumzuschleppen, nur Inventarplatz. Und Coca-Blätter wegzuschmeißen oder zu essen jetzt gerade war okay. Schaffe ich die Hyänen in einem Zug? Moment. Defensiver Roll. Der hat 6 Lebenspunkte, ne? Ich müsste zweimal treten bekommen eigentlich. Treten wäre Hand- und Kick-Symbol. Ich rolle mal nochmal. Zweimal Gegenschlag. Zweimal Gegenschlag ist auch nice. Und noch einmal. Hat das Biest zwar noch einen Lebenspunkt übrig, macht uns aber wahrscheinlich keinen Schaden. Yep. So sehen die Kämpfe aus, wenn ich eine gute Gruppe dabei habe. Ich glaube, einen Elefant würde ich so noch nicht schaffen. Dafür müsste ich Ausrüstung mitnehmen. Also noch mehr Speere zum Beispiel oder so. Tierzähne, Fleisch und Pelze. Passt super in unser Inventar rein. Das könnte, also es kann immer noch irgendwo einen Händler geben. Da unten habe ich irgendwas verpasst. Ich weiß nicht, was das sein könnte. Noch ein Berg. Das ist wahrscheinlich die Höhle auf der Karte hier. Ich habe noch Fackeln, deswegen, ich glaube fast, ich könnte den ganzen Weg noch zurücklaufen, ne? Ich bin verletzt. Das ist nicht so gut. 7, 9, 7, 11. Wenn ich jetzt heile, ich muss eigentlich drauf anlegen, weil ich kann jetzt nicht sofort heilen, um die Blutung wegzukriegen. Es ist viel mehr wert, wenn ich mir die Dinge aufhebe.
Aber wenn die Wunde sich entzündet, habe ich auch die Probe. Na komm. Ich will keine entzündeten Wunden haben. Alle drei sind sogar verletzt. Heilige Scheiße. Dann heilen wir mal Bahir. Schade, ich habe gedacht, das würde seine Loyalität wieder erhöhen. Ah, dann heilen wir gleich alle. Und versuchen ein bisschen die Loyalität, sag ich mal, am Laufen zu halten. Beziehungsweise die Kämpfe jetzt zu reduzieren, damit wir nicht noch mehr Probleme bekommen. Eine Mission haben wir hier. Vielleicht finden wir eine Schaufel. Nö. Er hat auch eine Schatzkarte. Das ist jetzt Teasing. Das ist richtig Teasing. Okay, aber ich nehme noch mal eins. Eins müsste eigentlich schon reichen. Willst du rohes Fleisch dafür haben? Ja, will er. Gibst du mir noch zwei Verbandskästen, wenn ich dir was gebe? Vielleicht gegen ein Seil? Ja, gegen zwei Seile. Stimmt, lagern ist auch eine gute Idee. Auf Lagerraum zugreifen. Nimm meine ganzen Edelsteine, den Stoßzahn und Konrads Abzeichen. Das Geilste war, ich hatte einen Fall, da hatte ich die Deserteur-Mission und kurz bevor ich die Mission abgeschlossen hätte, ist, glaube ich, meine Sanity auf 0 gesunken und ich habe auf 20% oder 40% ein Event gehabt, wo ich wie in Death Road so ein Loch im Rucksack hatte und mir sind zwei Schätze und die Medaille flöten gegangen. Oh, das war mies. Das war so richtig mies. Ja, will ich übernachten? Weil der Kerl will was dafür haben, wenn ich übernachten will. Und das kostet gar nicht mal so wenig. Willst du Schoki? Nein, du willst keine Schoki. Ich habe genug Essen dabei. Ich glaube, ich kriege das auch so hin. Lassen wir es so. Ansonsten kann ich nochmal hierher zurückkommen. Gehen wir erstmal zu dem Berg da. Ich denke mal, der Kompass dürfte jetzt so ein bisschen betroffen sein. Ja, so ein bisschen betroffen. Was haben wir denn in der Höhle drin? Noch mehr Schätze. Nice. Die könnte ich jetzt auch noch mal ganz kurz in der Mission abgeben. Aber eine lange Reise wäre natürlich auch nicht schlecht bis da oben. Gehen wir mal dahin. Wir packen es in die Mission erstmal rein. Ich könnte jemanden befördern. Er hat aber Heimweh, das ist das Problem. Das heißt, es ist nicht garantiert, dass er mir nach der Mission weiterhin folgt. Dann warte ich lieber, dass ich meinen Soldaten nochmal befördern kann oder meinen Speer, falls ich noch eine Region entdecke und damit Entdeckerpunkte kriege. So. Lagerraum. Die Edelsteine kannst du gerne auch noch haben. Stoßzahn war 2060, das Ding ist 5040. Dann nehme ich mal den Stoßzahn wieder mit und pack den Schatz rein. Vielleicht finde ich noch mehr Stoßzähne. Schätze sind in der Regel relativ einseitig. Und dann verschenke ich lieber den goldenen Kopf für 50 Ruhm nachher, als dass ich das Ding für 60 verkaufe. Weil Geld werden wir durch die Edelsteine einiges bekommen. So. Verlassen. Hattest du noch irgendwas Brauchbares? Nö, ne? Ich habe alles von dir, was ich haben wollte. Was willst du denn haben, wenn ich bei dir übernachten will? Dynamit? Ist Dynamit gut für dich? Naja. Stoßzahn. Ein Stoßzahn nimmt er instant. 60 im Wert. Zähne. Ich kann ihm Zähne geben. Die sind nur 5 wert. Das wäre nice. Jo, machen wir das. Nachdem wir seine Bitte Folge geleistet hatten, lud er uns herzlich ein, die Nacht in der Mission zu verbringen. Der Rest des Abends verlief ereignislos und wir waren schon bald tief und fest eingeschlafen. 30 Sanity mehr, das ist doch nice. Was für eine furchtbare Nacht. Der Soldat konnte offenbar nicht so gut pennen. Nicht neben einer Frau. Ne, die haben wir gar nicht mehr in der Gruppe. Wenn du noch einen Tierzahn willst und vielleicht ein bisschen was anderes, dann könnten wir ins Geschäft kommen. Wie wär's mit dem Fell? Hyänenpelz, hier. 2 Pelze, die sind auch nichts wert und trotzdem können wir uns nochmal ausruhen bei ihm. Das ist gut. Sehr gut, unser Speer wurde paranoid offenbar. Nachdem wir seiner Bitte gefolgt waren und so weiter, den gesamten Abend über machte es uns der Priester mehr als deutlich, dass Nutella-Kopf hier nicht willkommen war. Er nutzte jede Gelegenheit, um ihn zu beleidigen und Nutella-Kopf war verständlicherweise aufgebracht darüber. Ist jetzt paranoid? Leidet unter genereller Misstrauischkeit gegenüber anderen. Dankeschön, Priester, dafür seid ihr da, um uns paranoid zu machen. Jawollo. Aber was erzähle ich da, ne? Ein göttliches Wesen, ein großes göttliches Wesen ist natürlich dafür da, andere paranoid zu machen, weil ansonsten hätte man ja keine Angst vor Gott, ne? Dann gehen wir weiter.
Auf nach Norden, wie es aussieht. Jo, da ist die Nadel sich relativ einig und ich will zu dem Fragezeichen und vielleicht zu dem Fragezeichen dort. Was sagt die Schatzkarte? Haben wir dafür? Ich glaube, der da ist es, oder? Ich glaube, der hier ist es fast sogar schon. Ja. Moment. Das müsste das Feld dort sein. Wenn ich einen Händler finde, dann kann ich da graben. Ist halt jetzt eine Chance, ne? Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Höhle? Ne, einen Überrastungsort. Das ist auch nicht schlecht. Wir beschlossen einzuhalten, um wieder zu Kräften zu kommen. Es war eine bezaubernde Nacht und alle Expeditionsmitglieder schienen sich zu entspannen. Ich erwachte schreiend von einem Albtraum. Ich träumte, Yusra Aswad, unsere Dame, die wir zurückgelassen haben, sei zurückgekehrt. Doch ihr Körper war in grüne Flammen gehüllt und sie verlangte, dass ich ihr sagte, warum ich sie in den Tod getrieben hatte. Weil du eine Frau warst. Unser Soldat mag nun mal keine Frauen. Okay, wieder schön aufgeladen. Wir haben immer noch ziemlich gute Vorräte, Leute. Das ist richtig nice. So sieht eine lange Mission aus, wenn man sich mal richtig umsehen kann, richtig Zeit dafür hat. Und da, wie soll ich da... Moment, ich habe Dynamit dabei. Boah, ich gehe das Ding da aufknacken, Leute. Der Kompass sagt Nordosten. Das da könnte es sein, wenn Norden stimmt. Das heißt, ich werde mir erstmal ansehen, was da in den Bergen los ist. Gehen wir mal dahin. Schauen, was das ist. Da haben wir das nächste Feld. Das ist ein Schiffswrack. Cool. Ich möchte dieses Feld da sprengen. Dynamit reduziert auch unseren Ruf, wie es scheint. Aber wir kommen jetzt zum Schiffswrack. Los, gib mir Schaufeln. Ein Schiff in der Wüste. An diesem Tag machten wir eine interessante Entdeckung. Vor uns lag ein geheimnisvolles, nahezu gänzlich zerstörtes Schiffswrack. Es war mir ein völliges Rätsel, wie es an diesen Ort gelangt sein könnte. Es war mit Sicherheit mehr als 100 Jahre alt. Ich bemühte mich, den Namen zu lesen. Fancy. Dies ist wohl ein Jagdgebiet, wahrscheinlich wieder von wilden Tieren, oder? Ja, The Pack's Hunting Ground. Immer dieser letzte Absatz, der nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Merkwürdig. Gebiet durchsuchen. Wir finden mehr Dynamit. Ironie. Und Wildtiere. Es ist Hyänen. Auf geht's. Das sieht sehr bedrohlich aus, diese Umgebung hier. Erstmal ein Gegenschlag. Und dann kann ich nochmal zutreten. Und die erste ist fast weg. Und die erste ist weg. Kein Blutungsschaden. Sehr nice. Da spare ich mir komplett alles mit. Was ist das hier? Das war Ausweichen. Ich nehme mal die Würfel in die Hand. Ja, das ist nice. Jetzt können wir nämlich nochmal treten. Ich kann auf ein weiteres Treten hoffen. Aber, ja gut, komm, Risiko. Ja, nice. Genau richtig. Rums und weg. Das ist halt der Vorteil mit den plus 15 geistige Gesundheit von unserem Soldaten, ne? Man merkt's. So, ein Slot überladen. Ich glaube, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, Wasser wegzuschmeißen. Wir haben nicht mehr allzu viele Wüstenfelder vor uns. Was ist denn, wenn ich einen Wetterballon hier starten will? Aha. Deckt der irgendwelche Orte auf? Oder was war das gerade für ein Effekt? Ich tippe mal ganz stark, das ist der Tempel, weil der auch diese Umrandung hat mit Wüste. Aber das da links könnte noch irgendwas sein. Schatzkarte ist... Achso, ihr wollt sie wegschmeißen. Ah, wartet's noch ab. Ich kann einmal Wasser wegschmeißen. Jetzt sind wir auf niedrige Felder runter. Jetzt weiß ich, dass ich nur diese beiden Orte besuchen muss. Da geht das. 29 darüber, das geht. Wir finden eine Gruft. Uiuiui. Eine kleine Öffnung führt hinein. Oh, die Mumie. Oh, Mumie ist stark, Leute. Mumie ist richtig stark. Ich glaube, das schaffen wir. Obwohl, ich könnte Dynamit benutzen als Angriffswaffe. Das könnte klappen.
Seid ihr wieder in Risikostimmung, Leute? Was denkt ihr? Charon ist dagegen. Willst du schon wieder sterben, Feuerwehrmann? Bist du sicher? Na, die Mehrzahl sagt ja, ich kann auch fliehen, wenn es nicht klappt. Versuchen wir es mal. Es muss auch keine Mumie drin sein, glaube ich, die mich angreift. Ne. Es ist eine Mumie und sie hat ziemlich gute Würfel. Ich kann mal gucken, was das Dynamit jetzt hier bringt. So, was kann ich in Dynamit machen? 6 Schaden, Gruppenschaden, mehrfach. What? Okay. Das ist heavy. Moment, kann ich erstmal defensiv spielen? Das wäre treten. Machen wir mal Dynamit, mal gucken, was bringt's. Gruppenschaden 2. Ich hab da, naja. Okay. Ich hab noch mehr. Aber ich kann's auch nicht benutzen in diesem Zug, wie es scheint. Ich sollte versuchen, defensiv zu rollen, wenn ich kann. Ach, komm schon, das kann nicht sein. Nehmen wir den Würfel hoch. Jawohl, nochmal ein Gegenschlag. Das heißt, ich schilde wenigstens ein bisschen Schaden weg. In der nächsten Runde könnte ich es schaffen. 2 Angriffswürfe. Oh, unser Bahir würde draufgehen, wenn ich jetzt nochmal Dynamit benutze. Für Schaden ist das 6, ne? 6 Schaden, das Biest hat 10 Lebenspunkte. Ich müsste gut würfeln, aber ich kann es hinkriegen. Und ich kann dann auch heilen, weil ich Verbandskästen dabei habe. Versuchen wir es mal. Ja, es bleiben noch 4 Punkte. Moment, machen wir es so. Ich muss eigentlich treten bekommen. Oder einen Doppelangriff, ne? Ich brauche 4 Lebenspunkte. Treten sind 3. Das heißt... Oder defensiv. Wenn ihr treten, bekomme ich ja nur für die beiden zusammen. Ich habe noch 2 Würfel übrig. Das könnte klappen. Das ist eine dritte Chance allerdings. Was kann ich denn damit kombinieren? Ausweichen 3. Ne, ausweichen ist nicht gut. Ich muss ihn besiegen in dieser Runde eigentlich. Ich behalte mal die Würfel in der Hand. Ne, halt, wenn, dann behalte ich den Würfel hier in der Hand. So, gucken wir mal, was da rauskommt. Jawoll. Den treten und den verschlagen. Gewonnen. Dafür bekommen wir eine Mumie. Ja, kann ich. Also es, 2 Schwertwürfel zusammen sind dann halt ein zweifacher Angriff. Kein besonders starker Zug, aber ja, wenn ich es brauche. So, die Sache ist jetzt, ich muss einmal rasten. Bahir zu heilen, damit er wenigstens nicht drauf geht. Die anderen sind noch nicht im tödlichen Bereich, sie bluten zwar, aber wenn ich jetzt die Reise dahin zurücklege, ist es okay. Wasser wegschmeißen kann ich leider nicht. Man könnte jetzt den Rest des Weges drauf verzichten, sag ich mal, aber es sind, nee, jetzt sind 2 Felder. Ich glaube, das schaffen wir. Wartet mal. Wasser weg. So, das sind dann 29 Sanity. Das passt super. Ich befördere vorher noch meinen Soldaten. Dadurch bekommt er nämlich jetzt noch Utility-Würfel dazu. Defensive und, keine Ahnung, Hände. Und jetzt kann ich hier mit den Schritten hingehen. Und finde die Pyramide. Bekomme leider ein Event noch dazu. Was ist das? Entzündete Wunde. Ist nicht schlimm. Wir kommen jetzt in die Zivilisation zurück. Das heißt, wir gewinnen. Ole! Weil ich den Ballon beim nächsten Mal verkaufen oder handeln kann, Red Eyes. Darum ging es mir. Das Wasser kann man nie handeln für irgendwelchen Wert. So, ich muss Bahir jetzt leider überzeugen und ich habe keinen Würfel dafür. Das heißt, wir werden ihn garantiert verlieren. Das ist das Pech an der Sache. Aber zum Glück haben wir nicht befördert. Ich überzeuge dich mit Waffengewalt, Penner! Ja. Dafür bekomme ich unendlichen Ruhm! Muhaha!
Ist aber auch nicht super schlimm, weil wenn wir die Reise jetzt erfolgreich schaffen, bekomme ich am Anfang der nächsten wieder einen Rekruten zur Verfügung. Das heißt, wir können wieder auf plus 5, also auf 5 Gruppenlieder hochgehen, bevor wir die nächste Expedition starten. Das Spiel macht echt Bock, Leute. Vor allem, ich muss überlegen, wie ich würfel noch zwischendurch in den Kämpfen. Ich wünschte, es gäbe noch so ein bisschen Knobelei in den anderen Events, auch außerhalb der Kämpfe. Da muss ich nicht groß überlegen, aber die Kämpfe, die sind spannend teilweise. 800 Ruhm. Fucking nice. Prost. Okay. Wir haben zur Auswahl Schwarzmarkt. Mehr Händlerauswahl am Anfang. Überlebe etwas länger, wenn ich ganz allein bin. Brauche ich nicht so wirklich. Wenn ich ganz allein bin, ist sowieso fast alles im Arsch. Ganz schön dunkel bei mir gerade, ne? Meine Kamera, was sagst du? Ach komm. Beim letzten Mal war es immer zu hell, von daher jetzt ist es eigentlich ganz gut, denke ich. Raufbold verleiht einen zusätzlichen Angriffswürfel. Für den Helden nicht schlecht, aber ich denke, Schwarzmarkt ist besser, weil jetzt werden wir die Kohle haben, um einiges damit kaufen zu können. Ich nehme mal Schwarzmarkt. So, wie sieht unsere Punktzahl aus nach dem Run? Mr. Lovecraft wird leider nur Drittplatzierter bleiben. Wie viel haben wir? Wuu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 
Nur Utility-Würfe ist auch klaustrophobisch. Wow, was für Auswahl wir haben, Leute. Wow. Ah, shit. Was denkt ihr? Das ist eine scheiß Auswahl, die wir haben. Zwei Klaustrophobiker und eine Kleptomanin. Es hat keinen Nachteil, irgendjemanden mitzunehmen. Wir können wir können sie auch ersetzen nachher wieder, obwohl das ist Loyalitätsfrage dann wieder, ne? Ich glaube, Bilder bringen mehr Ruhm, wenn man sie zeichnet, aber dafür brauchen wir auch Leinwände im Inventar. Das kostet Platz. Ich könnte jagen und kochen, das ist richtig, das wäre der Vorteil. Wenn wir was erlegen. Sie kann auch zwei Sachen tragen, ist ein bisschen besser als der Künstler also. Und hat Utility-Würfel, die sind im Kampf gar nicht mal so schlecht, wie wir wissen. Der Künstler hat schlechte Stats für Kunst. Er kann nur eine Kiste tragen. Wie soll er denn malen, wenn er nur eine Kiste tragen kann? Das ist doch nur Farben und Pinsel. Die Leinwand fehlt noch. Nehmen wir mal die Köchin. Obwohl, es ist schon wieder die Sexistin-Geschichte, ne? Deswegen haben wir letztes Mal die andere die da gelassen, weil ja unser Soldat damit vielleicht Probleme hatte. Stimmt. Mats hat auch recht. Vielleicht finden wir jemanden in dem Dorf, das wir dann betreten würden. Also entweder wir nehmen die Köchin oder wir suchen unterwegs. Was denkt ihr? Ich glaube, unterwegs ist jetzt gerade schon ein bisschen besser geworden, die Aussicht, ne? Ja, Matzo schreibt's. Charon sagt's auch. Ich warte mal. Vielleicht finden wir noch einen Speer oder einen Jäger oder sowas unterwegs. So, was können wir kaufen? Jetzt wird's wichtig. Ich könnte eine Pistole kaufen oder so. Kletterausrüstung 3 ist okay. Wir sind in der Wüste unterwegs. Also brauche ich jetzt nicht Seile oder Fackeln. Eine Fackeln können wir nochmal aufstocken, eine. Wir haben ein Jagdgewehr auch zur Verfügung. Ziemlich teuer. Dosenfutter wäre nicht schlecht. Ein Wetterballon. Ich werde gleich den Wetterballon mal am Anfang der Mission zünden, um zu gucken, was mir das bringt. Interessante wissenschaftliche Daten. Ich glaube, das zeigt uns auf der Karte irgendeinen Ort, den wir besuchen können. Ist halt eine nette Sache. Eine Schaufel können wir mal mitnehmen. Zwei Verbandskästen auf jeden Fall. Obwohl, nehmen wir drei mit, weil wir haben so eine große Gruppe. Da brauche ich auch genug Zeug, um sie zu heilen, wenn es drauf ankommt. Jo, ansonsten. Ja, Vorräte, ne? Schoki haben wir zwar noch genug, aber ich kann billig Dosenfutter mitnehmen. Ich würde mal sagen, 6 Stück. Man kann das ja nur bis zu einem gewissen Sanity-Wert einschmeißen. WB, mein Zocker! Ich würde gerne mal eine Waffe kaufen, Leute. Ich nehme mal irgendeine Waffe mit. Wir haben das Geld dafür. Und ich weiß noch nicht, wie Waffen im Kampf funktionieren. Bis jetzt hatte ich noch keinen Charakter mit einer Waffe. Das heißt, was nehmen wir? Eine Schrot. Ach komm, wir machen hier Deathroad-Logik. Schrotflinte. Muss sein. Stimmt, Schokolade. Wenn es Alkohol wäre, Red Ice. Alkohol geht so gut weg, das Feuerwasser. Ich habe meine Pizza noch da, mein Zocker, keine Sorge. Aber die esse ich erst nach dem Stream. Auf, zumindest. ja, komm, machen wir noch ein bisschen Schoki. Wenn ich schon Schoki dabei habe, dann kann ich es auch auffüllen. So. Segel setzen! Munition, glaube ich, brauchst du nur für Extra-Angriffe, nicht um die Kanone selbst zu benutzen. Wenn ich mich irre, dann finden wir es jetzt raus. Oh Gott, was ist das für eine Karte? Oh Gott, wir starten ja richtig tief in der Ecke. Das ist scheiße. So, und ich muss erstmal Wasser mitnehmen, weswegen wir direkt im Inventarlimit sind. Aber gut, ich werde den Wetterballon jetzt starten, von daher ist es gar nicht mal so schlimm. So, Wetterballon. Zeigt uns eine Handelskarawane in der Distanz. Sehr gut. Dann gehen wir doch noch mal zuerst hin, würde ich sagen. Jupp, genau, Red Eyes, das dachte ich mir auch gerade. Was für tolle Voraussetzungen für einen Start. Ein Händler. Was hast du denn Schönes? Das ist schöner Kram. Und der Alkohol ist gar nicht mal so teuer bei dem Kerl, wie es aussieht.
Mai, oh Mai, oh Mai. Ich habe mich aber schon gut eingedeckt und ich will jetzt nicht mein Zeug wieder weggeben für Zeug, was ich schon größtenteils habe. Wenn ich meine Vorräte auffrischen wollen würde, dann komme ich nochmal hier zurück. Lassen wir also erstmal. So, da oben ist das nächste Fragezeichen und da ist irgendwas. Eine... Oh, da ist Nahfratte, Leute. Das ist gut. Dann kletter ich doch mal auf den Berg rauf, um mir eine Übersicht zu verschaffen. Und dann gucke ich mal, ob ich Snarfratte erwischen kann, wenn ich wieder runterklettere im selben Moment. Ja, das sieht gut aus. Überraschungsangriff! Snarfratte! Auf geht's! Oh, er ist nicht alleine. Oh-oh. Das könnte übel ausgehen. Ah, das ist unser neuer Würfel, Schrotflintenwürfel, aber wir müssen halt auch erstmal mit einer Chance von 1 zu 3 überhaupt würfeln, was treffen. Ich könnte wieder Dynamit benutzen. Ich meine, es kostet uns zwar auch Lebenspunkte, aber ich würde sehr viel Schaden auf die Hyänen machen. 6 Schaden an den... Ja, das ist nice, komm. Boom, die Kleinen sind weg. So, er hat noch übrig 10. Schrotflinte wäre nice. Ich behalte mal alle drei Würfel in der Hand. Und rolle. Dich nehme auch in die Hand. Ach, verdammt. Okay. Jetzt kann ich nämlich kombinieren, was ich übrig habe. Wir können einmal treten. Und einmal doppelt angreifen. Nächste Runde ist er weg. Na, ist gar nicht mal so schlecht. Ist nur Mr. Burton betroffen von dem großen Schaden. Das heißt, ich kann mit einem Medikit ihn nachher voll heilen. Ist gar nicht mal so doof. So, was haben wir? 5 Lebenspunkte. 3 Schaden. 2 Schaden und gewonnen. Plus 20 Gesundheit noch dazu. Aber minus 1 Ruf. Buh! Wir haben ein großes, böses Tier erlegt. Buh! Das muss doch zählen. Mann, haben wir hier viele Tiere. Wir haben hier... Moment, was? Zombie-Pygmäen. Seriously? Oh Gott, wir sind in Diablo 2 gelandet, Leute. Oh. Ich hasse Kapitel 3 in Diablo 2. Ich will nicht gegen die Pygmäen kämpfen. Vor allem nicht gegen Zombie-Pygmäen. Wo sind wir hier? In Kanada? Oh, ein Panther. Na gut, mehr Tiere, ne? Wir sind ja offensiv unterwegs. Oh, riesenhafter Krebs ist böse. Riesenhafter Krebs ist böse, da muss man aufpassen. So, wo war das Händlerlager nochmal? Da irgendwo, ne? Wo ist das Händlerlager? Ist es weg? Das war doch da. Trockenland. Nee, das ist weg. Er hat die Zelte abgebaut. Toll. Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben niemanden mitgenommen. Wenn wir jetzt einen Koch gehabt hätten, das wäre nicht schlecht gewesen. So, was machen wir Schönes? Ich muss erst einmal heilen. Da ist es egal, ob wir Inventar voll haben. Richard Burton. Die anderen beiden sind zwar verletzt. Ah, gut. Ja, es würde genau 1 zu viel sein. Das kann ich noch rausschmeißen. Die Felle sind nichts wert. Das Fleisch bringt mir nur was zum Tauschen. Frage ist, was ist das da? Ich habe 3 Plätze zu viel gerade. Das ist toll. Ja, die Schaufel packen wir wirklich weg. 2 Slots noch. Fleisch, Hyänenzeug, Wasser. Das ist ja keine Wassermap, wie es aussieht hier, ne? Das ist wenig Wüste. Ich glaube, ich schmeiße das Wasser weg, bis wir hier irgendwas Wassermäßiges finden. Dann legen wir ganz andere Sachen erstmal zurück. Und dann noch das Fleisch. Ganz ehrlich, das Fleisch bringt vielleicht zum Tauschen irgendwas, aber dann kann ich auch Tierzähne verkaufen. Es dürfte eigentlich besser wegkommen. Was? 8? Ne, 9 ist das, ich wollte gerade sagen. Dann schauen wir mal, was das da ist. Das ist... ein altes Lager. Das Skelett eines mutmaßlich französischen Forschers begrüßt uns mit einem unheilvollen Grinsen. Wir finden mehr Dynamit. Ja, warum denn nicht?
Hat uns jetzt im Kampf schon ein paar Mal den Arsch gerettet, muss ich sagen. Oder zumindest die Kämpfe stark erleichtert. So, mein Kompass sagt Süden bis Norden. Es könnte noch ein bisschen der Magnetberg sein. Da unten haben wir auch irgendwas gefunden, wie es scheint. Ich gehe erstmal nach Norden weiter. Die Frage ist, wie stark ist ein Panther? Für unsere angeschlagene Gruppe vielleicht zu stark. Ist schwierig. Ich glaube, ich will auf den Berg da und gucken, was passiert. Weil dann sehe ich, ob der Panther mich angreifen will. Nee, knapp. Und ich habe genau ein Fragezeichen erwischt. Das ist ein... Noch ein Lager. Okay. Und schon wieder Tiere in der Nähe. Ja gut, diesmal kann ich es, glaube ich, riskieren. Mangos. Schick. Was haben wir denn für Tiere? Wir haben Hyänen. Und sie kommen nicht an uns rein, weil wir auf dem Berg sind. Aber ich will an das Fragezeichen daran. Mist. Kann ich Konserven essen? Nein. Ich kann aber die Mangos eigentlich direkt verspachteln, ne? Jawohl, sehr gut. Ein Gegenstand zu viel. Ach, ich will die Kletterausrüstung aber nicht wegschmeißen, ehrlich gesagt. Die Macheten. 57, wenn ich darauf will. Das ist heftig. Aber dann würde ich genau da die Kletterausrüstung dann verlieren. Ich könnte mit Schokolade auffrischen. Nee, ist zu teuer. Ist einfach zu teuer. Ah, das ist eine blöde Situation gerade. Na komm, packen wir die Kletterausrüstung weg. Das bringt nichts. Eine aufzubewahren im Vergleich zu Vervielfachung ist einfach nicht wert. Und die Felle könnte ich immer noch bei in einem Dorf vielleicht eintauschen. Ich muss noch mal ein Dorf finden. Wahrscheinlich ist es da unten. Ich wette es doch. Gut, kämpfen wir erstmal gegen die Hyäne. Ich denke mal... Ich hoffe mal, ich schaffe es, wenn ich da jetzt runtergehe, ohne dass sie mir direkt ins Kreuz fällt. Event? Event. Ah, Wunde entzündet. Okay, wenn wir gleich heilen, ist es nicht schlimm. Drei Hyänen, das kriegen wir hin. Ein Gegenschlag, den Würfel behalten wir. Ach komm schon, Schrotfinn, du kannst auch mal ein bisschen was machen, mein Lieber. Den behalten wir auch. Und das können wir kombinieren für einen Tritt. Dann ist die erste schon weg. Nur ein Angriff, sehr gut. Mann, die Schrotflinte. Ich glaube, ich brauche eine bessere Waffe, damit die auch zieht. Aber ich glaube, das war die teuerste, die ich kaufen konnte, ne? Oder hat die so eine geringe Chance, weil es eine Schrotflinte ist und so mächtig schießen kann im Vergleich zu einem Jagdgewehr? Vielleicht hat das Jagdgewehr eine höhere Trefferchance an Würfeln. Kann ich mir gut vorstellen. Ich brauche mal ein bisschen Defensive, ehrlich gesagt. Ich hole mal neu. Das ist nice. Einmal Gegenschlag. Den behalte ich in der Hand. Dann kann ich defensives Manöver noch spielen, was 4 Defensive bringt. Das ist nice. Und sie haben nichts gerollt. Noch besser. Machen wir nochmal ausweichen. Nur für 3 Verteidigung in dieser Runde. Ich will ja auch mal angreifen dürfen. Mit einem Gegenschlag. Das war auch nötig. Hat aber gut geklappt. Ein Triple-Angriff, glaube ich, bringt mir nicht so viel. Nee, da bekomme ich, glaube ich, fast schon mehr hin. Vor allem, es bringt mir nur 2 und die Hyäne wäre tot. Der eine Schlag wäre dann Verschwendung. Ich behalte mal einen Würfel. Oh, endlich mal die Schrotflinte, Leute. Schneller Schuss. What? Das ist ja mal lame. Mehrfach Angriff, wenn ich noch einen anderen dazu addiere. Was, wie viel Schaden macht denn das auf einen Vieh? Also dann 6? Nö, anscheinend nicht. Toll. Hat sich ja echt gelohnt, das Ding zu kaufen. Na, immerhin schaffe ich es relativ easy, das Ding zu besiegen am Ende. Ein Item zu viel dabei. Was haben wir denn zu viel dabei? Ach, das rohe Fleisch schon wieder. Na okay, das ist nicht so schlimm. Wen muss ich heilen? Alle waren am Bluten, aber einer war krank doch, oder? Keiner ist mehr krank? Verletzt, paranoid. Entzündete Wunde, genau du warst das. Ja, dann heilen wir doch mal Private Newton. Und hoffen, dass die entzündete Wunde damit besser wird.
Ja. Wunde wird auch geheilt. Sehr gut. Dann muss ich nicht immer sofort alles wegpacken. Das Fleisch legen wir mal weg. Und wir gehen da in den Dschungel. Und finden einen Schrein. Oh Gott, was ist es für einer? Wasser. Wasser hatten wir noch nicht. Oh je. Oh je. Was bringt uns Wasser? Erstmal alles mitnehmen, was wir finden können. Minus 3 Ruf. Oh. Wir müssen gucken, wenn wir ein Dorf finden, dann können wir nichts mit dem anstellen. Ne? Wir haben einen richtig miesen Ruf. Wir griffen uns den Schatz und eilten nach draußen, als gewaltige Fontänen aus dem Boden hervorbrachen und begannen, die Umgebung um den Schrein herum zu fluten. Wir würden um unser Leben rennen müssen, wenn wir nicht in den gewaltigen See ertrinken wollten, der sich um uns herum zu bilden begann. Guten Abend, Ryo Sasakura. Entschuldigung. Ryo Sasakura. Freut mich, dass du es geschafft hast. Willkommen zu The Curious Expedition. Und ich tippe mal, er hat auch gleich gefollowed. Das ist das Blöde, wenn mein verdammtes OBS so klein ist, dann kann ich die Schrift nicht lesen. Danke fürs Followen, freut mich. Zurück zum Schiff, den ganzen Weg? Red Eyes? Oh Gott. Da kann ich ja eher hoffen, eine Mission zu finden oder so. Was sagt denn der Kompass? Nee. Das Wasser ist böse. Das Wasser ist richtig böse, wette ich. Ich bin überladen immer noch mit 2 Stück. Die Sache ist, wir haben so viel Kram dabei, der gut ist. Ja gut, dann packen wir erstmal, würde ich sagen, hier die... Ach, verbraucht kein Gewicht, die Tierzähne. Das ist ja nice. Dann packen wir die Felle weg. So, eins müssen wir noch wegpacken. Das ist mies. Aber ich glaube, die Seile können wir wegpacken, ne? Ja, die Seile machen noch am ehesten Sinn. Die brauchen wir nämlich nicht, wenn wir nicht irgendwelche Sümpfe finden. So, was jetzt? Gute Frage, nächste Frage. 39, um auf den Berg darauf zu kommen. Da unten ist noch ein Fragezeichen. Bei meinem Glück ist wahrscheinlich genau das Ding da, aber der Kompass sagt Westen noch am ehesten. Dann gehen wir mal auf den Berg da und sehen uns ein bisschen um. So. Wasser! Es folgt uns sogar, Leute. Seht ihr das? Diese Wasserspuren hier. Anscheinend, wenn man den Schrein betritt, dann folgt einem der Effekt sogar noch. Und ich sehe da oben 2 Fragezeichen, an die ich nicht so mehr gut rankomme. Ich muss jetzt erstmal wegkiten, das Wasser. Und ich gehe erstmal da in den Dschungel, würde ich sagen. Da haben wir sogar 2 Fragezeichen, die ich gerade aufgedeckt habe. Das ist gut. Einer davon könnte der Tempel sein. Vielleicht sogar das Ding da, weil das ist ein Berg. Schauen wir mal. Ich habe genug Essen dabei. Ich habe sehr viel Essen dabei, wenn es drauf ankommt. So gehen wir erstmal dorthin. Los, Wasser, folge mir. Versuch dein Glück. Muhaha. Ja, hat ja nicht lange gehalten, oder? Kann ich befördern. Wen befördern wir denn? Unseren Speer? Speer wäre, glaube ich, nice, ne? Jo, Sichtdistanz erhöhen. Und der bekommt eine neue Würfelreihe, oder? Ja, Angriffswürfel auf dem Speer, Leute. Wir haben jetzt 2 Würfel auf ihm. Nice. Was haben wir denn hier? Ein Unterstand zum Ausruhen. Wenn ich das mache, dann wird der Panther mich einholen. Und der Vogel, der da oben unterwegs ist, vielleicht mich auch angreifen. Das wäre böse. Die Sache ist, kommt der Panther da jetzt nicht weiter oder so? Aggressiv für 10 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tot. Das kostet mich 13, dahin zu gehen. Wenn ich danach zurückkomme... Ich versuche jetzt mal den Panther abzuschütteln. So, das ist eine Tempelanlage. Nach einem langen Marsch traf unsere Gruppe auf einen uralten Tempel, der aus dem Fels des Berges geschlagen war. Es war ein wahrlich majestätischer Anblick. Eine gewaltige Pforte führte ins Innere. Dort drinnen ist ein goldener Opferstein in der Mittelpunkt des Raumes. Wir sahen einen verzierten Kelch auf dem Altar, der mit einer roten Flüssigkeit gefüllt war. Meine Intuition sagte, ein Mitglied unserer Gruppe sollte daraus trinken. Ich glaube, ich will das diesmal gar nicht, Leute. Wir wissen nicht mal, ob das wieder eine Tiermutation wird. Das Problem ist, wenn wir jetzt einen von unseren Leuten verlieren, wir haben die gerade so schön befördert, beide auf Stufe 3. Das ist richtig mies, wenn ich die jetzt verliere. Dann müssen wir mit Level 1 dann wieder auskommen. Ich würde es nicht tun. Ich beiße erstmal meine Pizza-Überreste rein, aber ich würde es nicht tun. Was sagt ihr?
Meine Intuition ist scheiße. Och nö, och nö, nein, nein. Menno, ihr wollt mich doch alle umbringen. Soldat, Sie müssen dran glauben. Reiner Geist hat er bekommen, okay. Ich bot Private Newton Marks an, aus dem heiligen Pokal zu trinken. Ohne zu zögern genoss er langsam und vorsichtig den geheimnisvollen Trank. Sein Gesichtsausdruck änderte sich schlagartig und ich glaubte, einen Anflug von Erleichterung zu erkennen. Anschließend wirkte er ungewöhnlich friedlich und ruhig, so als könne nichts auf der Welt sein Gemüt mehr trüben. Was war das? Sobald wir den Tempel verlassen hatten, senkt sich ein massiver Fels und wir kommen nicht mehr ins Innere. Was war das? Reiner Geist ist immun gegenüber jeglicher geistiger Wow! Das ist mal eine Beförderung, Leute. Wow! Okay. Das ist nice. Hat sich gelohnt. Okay. So, der Panther ist noch 5 Tage aggro. Das heißt, ich müsste jetzt hierhin zurückgehen können und mich ein wenig ausruhen. Nein, er hat mich gefunden. Verdammt. 2 Stück und er hat den ersten. Oh, 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 oh. Hört auf! Alter, ich kann nicht mal flüchten, das ist das Problem. Wenn ich jetzt fliehe, die greifen mich instant wieder an, sobald ich aus dem Ausruhen von dem Dings wiederkomme. Dynamit kann ich jetzt auch nicht wirklich werfen, weil ich ziemlich hart verwundet bin auf Burton. Fuck. Und der blutet doppelt. Oh, das tut richtig. Ich muss ihn in dieser Runde besiegen, eigentlich, Leute. Sonst bin ich. Ich kann vielleicht noch heilen, aber ansonsten bin ich weg vom Fenster. Ich muss jetzt übelst zügig gewinnen. Kurze Entfernung. Massenangriff. Schrotflintenmassaker. Das könnte helfen. Versuchen wir es mal. Hat auf jeden Fall Schaden gemacht. So, Offensiv, defensiv, Gegenschlag. Kriege ich den weg mit dem Treten? Das wäre jetzt richtig nice. Das ist Treten. Ja, wunderbar. Einer ist weg. Gut. Das kann auch gehen. Es ist scheißen knapp, aber es kann gehen. 3 Würfel hat ein verfickter Panther, ey. What the fuck? Ja, Burton ist theoretisch tot. Aber ich habe seine Würfel nicht mehr. Das ist das Problem. Aber ich kann es trotzdem noch schaffen. Der hat noch 5 Lebenspunkte. Das ist jetzt einmal... gleich kicken. Ich behalte mal die beiden Würfel. Oh, und ich habe die Schrotflinte. Nice. 5 Schaden, kurze Distanz. Dann machen wir es so. Zack. Und weg ist er. Heieieiei. 2 Gegenstände zu viel. Fleisch, du kommst weg. Pantherpelz ist 20 Geld wert. Ich habe noch eine Machete. Moment, machen wir es anders. Erstmal heilen wir uns. Heilung ist bitter nötig. Mr. Francis möchte wieder geheilt werden. Und Nutella Cop, Nee. Private Newton. Oh Gott, guckt euch das an, Leute. Der würde verbluten. So. Das heißt, meine Heilvorräte sind jetzt weg. Aber ich habe dadurch auch mein Gewicht auf 0 reduziert. Und ich kann mich jetzt hier hinpacken und eine Runde schlafen. Ich wies die Gruppe an, einzuhalten, um allen einen Moment der Ruhe zu geben. Die Luft war klar und kühl, als wir das Lagerfeuer aufbauten. Ich war einsam. Das Leben eines Entdeckers war aufregend, keine Frage. Aber es fehlte eine gewisse Art Aufregung. Sagte er nach dem Pantherangriff! Ich wollte mich beruhigen und schrieb einen Brief an dich. Private Newton Marks und Nutella Cop teilte wieder sein Zelt. Ich konnte flüstern hören und diesen Bedingungen zu arbeiten war schwierig. Okay! Private Newton und Nutella Cop sind diesmal miteinander am Schawenzeln. Sehr gut. Wir brauchen keine Nonnen mehr dafür. Aber ist mir relativ egal. Die Sache ist... Nee, die Zombie-Pygmäen haben mich zum Glück nicht entdeckt. Das wäre es jetzt gewesen.